Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Feeds Beast Revelation mit mir, euer Illyria und dem Opa Zapp. Moin Moin! So, bei mir gibt es jetzt gleich erstmal eine Kleinigkeit. Ja. Die geneigten Zuschauer werden es merken, wenn ich mich jetzt umdrehe. Bei mir haben sie schon vorhin gesehen, das Haus ist ausgebaut worden. Nein, das hier. Man sieht es speziell, wenn man jetzt hier reinkommt. Tadadadada. Ja, die Maschinen haben sich ein bisschen multipliziert. So, das nennt man Swex Pur BD Texture Pack. Ach, du hast ein Texturenpaket installiert. Jawohl. Wie heißt das nochmal? Swex Pur Revelation und so weiter. Ich hab noch immer das Texturenpaket, was ich aus der ersten Staffel von dir bekommen habe. Ja genau, das ist jetzt das gleiche, nur abgestimmt auf Revelation. Extra auf Revelation abgestimmt, okay. Ja, das ist das größte und umfangreichste Texturenpack, was der Modder hergestellt hat. Und das ist halt... Wollen wir die Schmelze schon mal dass du die den Anbau machen kannst? Genau, ich mache jetzt die Schmelze soweit eigentlich leer. Ich muss jetzt nur mal gucken. Da ist Flüssigglas drin. So, wie viel war das jetzt? Ein Block, na gut. Nee, einer ist noch drin. Danach ist noch drei Conductive Iron Barren, ein Ingots, dann gibt es noch 1 Liter Molten Ingwer. Noch 216 Liter geschmolzenes Nickel. Nehmen wir das daraus, ist noch nicht mal ein ganzer Barren. Ja, dann hat sich das erledigt. So, Contact of Iron. So. Alle meine Items so sind, wie sie waren. Conductive Iron, wie viel Blocks drin noch? Warte, Conductive Iron ist ein Barren, ein Ingot. Gut, das nächste wäre dann Mold Ingwer, 7 Ingots, 1 Ingot. Wir brauchen noch eine Nugget-Gussform, dann können wir auch, auch die Nuggets. Nein, warte mal. Wir haben Nuggets, lass uns einfach eben noch schnell Nugget gießen, dann geht das. So, ich habe ein Nugget. Haben wir noch Duraluminium? Nee. Nicht, dass ich dann wüsste. Doch, hier ist noch ein Duraluminium. Okay. Ingwer dauert natürlich vom Abkühlen her relativ lange. Ja, das weiß ich. Wie viel ist denn da jetzt noch drin? So, das Duraluminium ist geschmolzen. Wenn du soweit bist, ersetze ich die Gussform gegen den Goldnugget. Alles klar. Achtest du mal auf die Flüssigkeit wegen Umstellen? Ja. So, jetzt nichts weiter. So, ich habe jetzt umgestellt. Lass jetzt noch einmal gießen. Einmal gießen, jawohl. So, jetzt nicht mehr. So, jetzt das hier. So, jetzt kann gegossen werden. Okay. Oh. Nicht fertig. Musst du mal reinformen. Ja, nur du hast geklickt. Ja, ich klicke hier nur die Nuggets raus. Ja, genau. Ich wollte auch den Nugget rauslegen und dabei habe ich die Form rausgenommen. Hä? Was ist denn jetzt? Das ist ein halber Nugget. Ah, okay. Dann die Form raus. Warte, ja, du musst mal, das ist, ja. So, warte. Da sind noch andere Nuggets drin. Und weiter geht's. Die 8 Milliliter, die kann man ruhig. Ist egal. So, zweimal noch gegossen werden. Ja. Jawohl. Gut, die 8 Milliliter kann man nichts mitmachen. Richtig. Okay, was ist das? Achso, das ist da, gut. Nuggets schmeiße ich mal da rein.
auch. Pickel. Ah, hast schon vergrößert, wunderbar. Vielleicht den Kern vielleicht mal mittig setzen. Genau, so, jetzt haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oder? 1, 2, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gibt keine Mitte. Weißt du, was machen wir? Die Sichtmitte. Ich würde sagen, hier. Ja. So, dann können wir ja... diese Gussdinger hier auch ein bisschen höher setzen, weil dann kann man das ein bisschen besser machen, weil so niedrig sieht irgendwie kacke aus. Lass uns den Smeltery Kern ein bisschen noch einen höher setzen, dann können wir diese Gusszapfen da übersetzen. Okay. Du legst schon mal los mit dem Umbau. Ich glaube, das ist da reingefallen. Ihr habt da aber reingefallen. So. Weil ich will doch schon wieder ganz gerne mit diesen Cast-Channeln arbeiten. Ja, warte, ich muss mal Erze loswerden. Erze, okay, das reicht mir schon. Okay, es gehen jetzt genau zwei Stacks auf pro Brennvorgang gehen rein. So, siehst du, das sieht schon ein bisschen besser aus, schön hoch. Darunter kann man das automatisieren. Und natürlich, wenn ich in den Channels arbeite, dann wird das hier nicht mehr passen, dann muss der Zapfer mich höher. Weißt du was, wir können schon mal... Nee, warte mal, du hast gerade keine Sealed Bricks, ne? Hast du gerade keine übrig? Nein, die mache ich jetzt gerade. Gut. Jetzt musst du mir nur mal die Brickschale wieder reinsetzen. Du meinst die Ingot? Genau. Den Lava-Tank, das ist so ein leerer Tank hier. Ja, ich würde sagen, den behalte ich in die Tasche, aber die Drum tue ich dahin, wo die Lava nachgefüllt wird. Ah, vielleicht könnten wir auch den. Okay, also wenn das jetzt so hoch ist, ist das doch eine kleine bisschen schwierig. So, inwiefern? Weil das mit dem Rausnehmen ist jetzt recht unangenehm. Mir wird halt unangenehm. Ja, wenn du ein bisschen weiter weg stehst. Wie ist das die normale Arbeitshöhe? Wir wollen es auch automatisieren. Wenn wir jetzt noch einen tiefer graben, haben wir das Problem, weil hier unten drunter auch der Keller ist. Wenn wir tiefer graben, dann haben wir die Chose im Keller sitzen. Mit Trichtern kann man arbeiten oder aber auch mit diesen Leitungen. Da warte, wie heißt die nochmal? Die X-Ray Utilities. Ja. Das sind Pipes. Achso, Pipes. Dafür brauchen wir Redstone, Glas und Steinstufen. Redstone haben wir doch, glaube ich, schon ein bisschen, ne? Ja, hatten wir. Aber ich mache mal ein paar Pipes. Ja, wie gesagt, ich denke mal, wir brauchen es im Moment noch nicht. Meinst du noch nicht? Nee, im Moment noch nicht. Das geht jetzt eigentlich so relativ noch in Ordnung. Na gut. Machst du mal weiter? Womit? Einfach nur gießen. Ja, kein Problem. Ich kann ja diese Schändels gießen, aber ich gehe mir schon aus, was anderes vorzugießen. Das ist halt für die zweite Smeltery. Ja, da bin ich gerade dabei, aber das sieht übel aus. Warum?
woran fehlt's? Ah, warte mal ganz kurz, ich muss mal. Es fehlt um diesen Zauberstab, hätte ich jetzt was gesagt. Zauberstab? Ja, du brauchst da ja mittlerweile diese Stäbe für. Dann nimm doch die Redstone-Gerätschaften Elf-Tools. Oh, warte, ich hab's schon. Braucht doch nur eine Fackel. Die Redstone und Steine mehr drin. Ja, du brauchst aber. Du brauchst aber halt diese Cable-Anker. Cable-Anker? Was hast du denn gerade vor zu craften? Ups. So. Also ich komme gerade aktuell nicht mit. Was willst du denn jetzt auf craften? Ja, warte. Das wirst du gleich sehen. So, Redstone und haben wir noch gebrannte Steine? Geht Bricks oder was? Ne, gebrannte Steine. Ah, du meinst das. Du brauchst noch den Resonator. Ach, da ist doch was. Was ist gerade der Resonator? Ne. Ach so, ja. Ja. Wir können sowieso zwei. Gusttische gebrauchen und dann kann man gleichzeitig zwei Skip-Bricks brennen. Noch ein Gussbecken im Pass. So. Netzwerkästhetik. Fertig eine Kabelfassade. Okay. Verstehe. Das Ding funktioniert genauso? Eigentlich kannst du die Dinger nur darauf setzen, wo Leitungen liegen von AE2. Ah, ich merke das gerade. Kabelanker lassen sich nur auf die Kabel setzen von AE2. Ja, ich merke das schon. Ja, das war leider eine Verschwendung. Nö, das war keine Verschwendung. Können wir ja immer noch gebrauchen. Schade, hä? Wer lacht mich da aus? Haben wir ein Exi oder was? Ja, ich höre eine Hexe. Ich glaube, das brauchst du nicht mehr. Warte mal, mach mal nicht weiter. Nimm mal das Ding nochmal raus. Was rausnehmen? Den Ingot. Ah, ne, okay. Macht nur da, wo es wirklich. Schade. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ja? Das kann jetzt von dem her hier laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich könnte schon mal so einen Channel machen, dann zeige ich dir, wie die Dinge aussehen. Ja, genau die. So, nur wie funktionieren die? Das musst du jetzt mir gleich mal zeigen. Ja, das zeige ich dir auch. Dafür muss dann mal ein bisschen umstrukturiert werden. Lass mir mal einen so einen Smeltery-Ausguss eine Ebene höher setzen. Und zwar ungefähr eine Höhe, wo die Redstone-Clock ist. Das ist zu tief für die Dinger. Wieso? Für die Channels. Zeig mal, wie die funktionieren. Würde ich dir gerne, aber das ist zu tief für die Channels. Ja, wieso?
Warte mal. Ich baue noch mal ein paar Gussplatten, dann zeige ich dir das. Weil wenn ich sie zeigen will, muss ich sie richtig zeigen. Ja, ist ja erstmal egal. Mach nur mal so ein Ding erstmal dran, damit ich erstmal die Funktionsweise sehe. Machen wir mal drei Gussbecken. Jetzt setze ich mal die Gussbecken. Sagen wir mal. Angenommen, wir haben jetzt hier so eine Wand frei, als Beispiel. Na komm. Also ja. Kann man die so aneinander setzen? Ja. So. Hä? Die ist ja immer noch, obwohl das Ding aus dem Betrieb ist? Ja. Auch nicht schlecht. So, setze ich jetzt hier hin. So, jetzt brauch. Gib immer bitte mal die Schande. Die hast du doch, die hab ich dir gegeben. Ach so. Ja, hab's. Warte mal, hab ich mich vielleicht doch in ein... Ah, schon gut, warte mal, ich glaube, da hab ich mich doch tatsächlich in den Mönchen vertan. Kann doch in der Höhe, wie du gemacht hast. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, shit. Ups. Kann doch in der Höhe. Ah, okay, die jetzt, ja. So, jetzt setze ich die Channels. So, wenn du dich hier vorstellst. Ja. Hier in diesem Pixel, diese schwarzen Punkte. Einmal ist einer hier rechts. Jetzt habe ich wo. Ja, aber der ist falsch. Dieser links. Ah, ja. Jetzt ist hier links der schwarze Punkt und rechts ist keiner. Wenn ich hier auf rechts hinklicke, kannst du den schwarzen Punkt nach da setzen. Also bei mir stehen da, sind da keine schwarzen Punkte, aber hier sind da richtige Pfeile drauf. Pfeile sind drauf, okay. Ja. Jetzt ist der Pfeil nach rechts, ne? Richtig, alle Pfeile nach rechts, außer der ganz hinten links ist nach links. Ja, das muss natürlich auch entsprechend eingestellt werden. Genau, jetzt ist er auch nach rechts. Richtig. So, die setzen jetzt alle nach rechts. So, die sind jetzt alle auf rechts gestellt. Ja. So, das ist jetzt folgendes. Wenn du so viel Stein gießen willst, wenn du so viel Material drin ist in der Schmelze, wie diese drei Gussbecken gefüllt werden können, dann entleeren die sich komplett auch aus. Wenn aber mehr Material da ist, als die Gussbecken fassen können, bleibt in diesen Channeln Restflüssigkeit übrig. Du kannst die aber auch auf und zu machen. Wenn du in Mitte drauf klickst, öffnest du die. Du kannst aber auch wieder zumachen. Wenn das jetzt an der Wand wäre, nee, so kannst du die voneinander trennen. Ah, okay. Genau. So, wir sind jetzt zum Beispiel so, warte mal, jetzt machen wir mal die letzte Umklopf aus. Du hast keinen Hebel dran gesetzt. Augenblick. So. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt klicke ich mal. Ah, ich glaube, ich habe meinen Fehler doch erkannt. Das Ding muss doch höher gesetzt werden. Muss doch höher gesetzt werden. Moment. Ja, warum? Der braucht nämlich auch einen Zapfhahn. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Ah, da muss aber. Da muss er nicht höher gesetzt werden, da muss einfach nur die Dinger hier weiter weggesetzt werden. Nein, das ist schon richtig so. Warte. Das ist schon richtig so. Ich habe mich mit den Dingern auseinandergesetzt. Ich weiß, wie sie funktionieren. Ach so, nee. Ja. So. Ganz normal so. Die sind alle auf rechts gestellt, so wie es sein soll, genau. Ach so, und jetzt kippst du es. So, jetzt gießt du da ein. Sobald das erste Becken voll ist, fließt es ins nächste weiter. Und immer so weiter. Aber da mehr Flüssigkeit in der Smeltery ist, als die Tanks fassen können, bleibt immer ein Rest auf den Channels. Das kannst du zum Beispiel, du kannst auch die Flussrichtung einstellen. Du hast ja warte mal. Bei dir Pfeile. Aber dann könnte man ja, guck mal, wir haben ja hier vorne noch Platz. Dann könnten wir hier vorne Ausguss machen und könnten hier zwei Channels hinsetzen. Zack, 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 zack. Du kannst unendlich viele Basins und sowas stellen. Mit den Channels. Ja, aber die Schmelze ist ja noch nicht auf Maximalgröße, ne? Nein. Ich würde sogar fast sagen, man stellt die Dinge an der Wand, dann kann man die Channels mit einem Hebel einzeln ein- und ausschalten. Ja, genau. Ich sage mal, dass man jetzt, sage ich mal, hier oben, was weiß ich, dass man die Dinger halt so hier vorne halt einen Ausguss hinmacht. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier. Und dann hast du hier 1, 2 stehen und du machst da noch einen Ausguss hin und hast dann hier noch 1, 2 stehen. Das brauchst du noch nicht mal so zu machen. Du machst einfach eine einzige Zapfstelle.
oder so. Es sei denn, du hast natürlich jetzt Gussbecken von diesen Bezins drin, also Gussbecken von den Gusstischen. Ja, nee, ich dachte eigentlich nur, dass es dann eventuell, weil halt zwei Ausläufe sind, dass es dann eventuell ein bisschen schneller gehen würde. Nein, tut es nicht unbedingt. Ja, dann ist ja egal. Darfst du die nur nicht miteinander verbinden. Dann hast du eine Sauerei, dann läuft das nicht so rum, wie es soll. Ja, dann ist ja egal. Hättest gedacht, wenn du es das hier nicht ausgebaut hättest, könnte man vielleicht hier so, hier an dieser Wand, diese ganzen Bezins dran tackern. Ja, könnten wir ja. Warte mal. Dann zum Beispiel hier so ein Channel dran, an der Wand entlang führen und dann hier an diese ganzen Becken. Tack, 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 und die alle befüllen. Ja gut, das kann man ja hier an der Wand. Weil hier haben wir ja so einen frei. Ja, einer frei natürlich, weil wir wollten ja hier noch einen Flur lassen, damit wir auch zu einem Fahrstuhl später können. Ja, ich gieße erstmal weiter, dann bringe ich dir noch Steine. Ja, aber guck mal, diese Reihe hier ist ja komplett frei, die eine Reihe. Und da können wir ja, hier können wir ja die besten Sinnstände hier vor. Ja, natürlich. Weil da würde ich aber diesen Tank vielleicht woanders hinsetzen. Ja gut, den können wir ja dann woanders hinsetzen. Warte mal, wir haben noch innen drin genug Raum. Packen wir den Tank nach innen wieder. Ja, wir können ja auch, was weiß ich, hier vorne irgendwie ein Dings hinsetzen und machen die dann mit Kabeln daran. Ups, ups. Ja, mit Kabeln was? So. Ja, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Eisen. Da haben wir noch Eisen. Haben wir noch ein bisschen mehr Eisen eventuell? Nur ich würde empfehlen, das hier nicht zu automatisieren, dass es rausgenommen wird. Sonst läuft nämlich die Flüssigkeit, die für den nächsten Besen gedacht ist, in den vorherigen rein, weil das zuerst getrocknet ist. Nee, das glaube ich, gar nicht. Die brauchen so lange. Guck mal, siehst du? Bis der hinten fertig ist, ist der letzte hier voll. Ich zeig dir das. Ich lasse das mal hier volllaufen. Okay, jetzt hast du Eisen drin, okay. Ja, es fehlt dir zum Beispiel gerade was. Ja, komm. Die Channels sind zwar leer, aber es fehlt im Becken. Kommt gleich, kommt gleich. Aber nicht, dass der jetzt Eisen reinschmeißt noch hinterher. Nee, kann er ja nicht. Er schmeißt du dann was rein, wenn du es auch aktivierst. Du musst natürlich schon aufpassen, sonst hast du hier die Channels mit Eisen versaut. Also du musst bei dem Gießen mit den Channels, musst du schon aufpassen. Ja. Das gießt zwar ungemein schnell und praktisch, aber du musst aufpassen. Okay. Der erste Stein ist gleich fertig geschmolzen. Kannst du schon mal noch so ein paar Faucets bauen? Faucet, das sind jetzt diese Zapfhähne, oder? Ja, genau. Da brauchen wir noch vier Stück von. Ja. Okay. Vier Stück, kein Problem. Und dann brauchen wir noch 3, 4, 5 Bezins. Vier Zapfhähne habe ich. Bezins, okay. Haben wir in der Truhe genug Steine. Bezins, die sind diese flachen hier, richtig? Genau, diese hier. Genau, die Tische. Vier Stück, sagst du? Ja, können wir immer gebrauchen. Okay, habe ich. Gut, ja, mehr brauchen wir nicht. Gut. Ich pack diesen Fluttank mal hier rein, den brauche ich gerade nicht. Der verstopft nur unnötig das Inventar. Ah ja, weil die Fackel gelöscht wurde, haben wir jetzt hier erstmal Dunkelheit. Multiblock-Fackeln finde ich praktisch. Zwei Fackeln auf einem Block. Oh, ja, jetzt wundert es mich auch nicht, warum das nicht funktioniert. So, wie sieht's aus? Stein ist geschmolzen, dann gießen wir mal fertig. So, jetzt zeige ich dir gleich den Automatikfehler, weshalb man nicht Automatik nehmen sollte. Du siehst hier, der hintere, der trocknet als erstes aus. Ja, Vorsicht. Hey. Vorsicht, geh nochmal ein Stück zur Seite. So, ja. Man sollte immer von hinten zuerst die Blöcke rausnehmen. So, oh, mal gucken.
Man sollte immer von hinten zuerst so, pass auf, sehen, weil hinten gucke. ist immer der letzte Rest. So, die gehen. Ja, nee, sind die trocknen zu langsam aus. Das habe ich gemeint. Wie gesagt, das letzte Becken muss immer zuerst geleert werden. Ja, da muss da eine Glock drauf. Ja, aber die Glock kann das nicht so rechnen. Das doch, das geht. Glaub mir, das geht. Dann versuch's. Ja, das ist ja dieses An-Aus-Problem. Konnte man die Glock nicht einstellen? Nein, dafür brauchst du von der F-Tools eine Glock, die ist einstellbar. Ja, aber... Ach, egal, das passt schon so. Lass das Ding ruhig laufen. Ja, siehst du, ist das letzte Becken nicht aufgefüllt worden, ist wie das erste zuerst wieder aufgefüllt. Ja, ist ja egal, aber nach und nach, wie gesagt, das läuft ja die ganze Zeit und nach, guck mal, jetzt ist das Becken voll. Ja, aber auf diese Art und Weise kriegst du die Channels niemals wieder leer und sauber. Ist egal, ich brauche ja nur Seared Bricks. Das heißt, du willst diese Channel-Technik nur für die Seared Bricks verwenden? Nö, das kann man ja nachher für sämtliche anderen Sachen machen, aber auch die kann man ja dann manuell laufen lassen. So wie du es meintest, aber jetzt halt, dass es jetzt die ganze Zeit so nebenher mal hier ein bisschen was herstellt, ohne dass wir die ganze Zeit daneben stehen müssen und was anderes machen können, dann ist es egal. Soll er ruhig machen. Ja gut. Also das kann ja nebenbei jetzt die ganze Zeit laufen. Alles klar, machen wir das so. Ich habe auch 11 Steine, damit kann man die Smeltering noch weitermachen. Dann kommt der Tank später auch wieder nach innen. Aber warte mal. Nee, ja? warte mal nicht. Keine Cobblestones mehr reinschmeißen. Ich glaube, wir haben ja schon genug. Ja, 51 Blöcke. Ja, dann nimm die wieder raus. Ja, es ist eh zu spät. Nicht ganz. Okay. Weiterhin nichts wird eingeschmolzen, ich habe die Steine rausgenommen. Ach, hast du die Basins schon fertig und die Fosses? Schmeiß die mal an hier. Ja, die Basins habe ich fertig. Aber wo läufst du denn jetzt hin? Hier bin ich. Nee, hierher. Ah, Creeper! Was? Wo? Oh! Alter! Da! Der war direkt hinter. Nein, die sollst du erstmal hier ran schmeißen. Weil hier drinnen haben wir ja auch eine Wand voll für unseren Ingots und solche Geschichten dann. Ah, du hast die Casting Tables gebaut, du sollst das Basin spawnen. Diese dicken hier. Diese hier. Ey, ich hab ihn doch auf Dinge rumgesprungen. Du hast gesagt, diese hier. Nein. Basin. Nicht Table. Das ist ein Tisch. Egal, wir haben ja genug davon. Ja, ist ja nicht schlimm. Eben. Oder mal ein paar Basins. Hier Basins. Passt. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe noch genug noch Seed Bricks übrig. Ach so, okay. So, wo tue ich den vierten hin? Hier. Da. Einfach daran. Hast du noch Channel? Nein, hier! Da! Hier, da ist noch einer frei. Hier hin. Ah, du hast aber gerade hier vorgestanden. Nein, ja, da, ich habe aber da hingeguckt. Hast du das nicht gesehen oder was? Ich sehe doch nicht, wo ich bin. So, wie viel haben wir jetzt hier noch? Oh, 20 Blöcke noch. Ja, guck mal, das ist jetzt natürlich schon eine Geschwindigkeit, wo wir sagen können. Also bis. Hey, wieso geht denn jetzt nicht? Weil da irgendwer eine Fackel reingeschmissen hat. Ups, was? Ich sollte mal eine Fackel. Ich hab auch rausgenommen, dann hat die wohl immer. Ja, genau, dann habe ich eine Fackel reingemacht, deswegen hat er nichts mehr genommen.
stopp, ist schon. Ja, Rommenstein mehr, passt schon. Ja, siehst du, jetzt haben wir die Sauerei. Nö, nee, ist alles gut, ist alles gut. Vermischt. Er soll. Er hat jetzt hier Eisen mit Seared Bricks vermischt. Nö, alles gut, alles gut. Ist doch mal nicht. Okay. Alles gut, er soll Eisen da mal fertig machen. Jetzt müssen wir die Glocke. Wir müssen die Aufnahme beenden, die Folge ist vorbei. Nein. Doch. Lügner. Nein. Wir sind bei 30:35. Nein. Das ist eine Fehlinformation. Ah, geh mal von der. Geh mal vom Schalter weg! Will doch an dem Schalter ran. Ja, du standst aber davor. Ne, einer noch. Ah, jetzt habe ich falsch gedrückt. Machst du einen Knopf dran, wenn du willst. Machst du seitlich an der Glocke noch einen Knopf, dann kannst du. Ja, aber geh vom Schalter weg. So, der ist jetzt fertig. Jetzt macht er den da fertig. Aus. Oder? Nein, reicht noch nicht. Einer noch, ne? Zu spät ist er auch in den hinteren reingelaufen. Nö, da ist ja Dings drin. Nein, hier. Ach so, ja, das. Aber du kannst ja die Flussrichtung einstellen, das ist ja nicht das Problem. So, zack, jetzt fließt es nach hinten. Sobald du den mittleren Block rausnimmst, fließt es von diesem Channel in den mittleren zurück. Ja, tanzt doch nicht die ganze Zeit vor der Glock rum. Damit ich jetzt das Ding rechtzeitig ausmachen kann. Ja. Oh. Alter, wenn du die Glock nebenbei ausmachst, wenn das Ding läuft, dann läuft das dauerhaft. Ja, natürlich. Weil die Glock macht das doch an, aus. Echt jetzt? Ist das leer oder was? Ist leer. Ja, jetzt ist leer. Gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao und macht, was ihr wollt. Habt das Video geguckt. Von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.